Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Hardware-Video. Wir wollen uns die OpenFit jetzt genau mal angucken, beziehungsweise die OpenFit R. Ja, ich habe hier zwei Modelle. Das ist das alte Modell vom vorigen Jahr, das ist das neue. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe bei Amazon geguckt, da ist der Preis etwas günstiger geworden jetzt bei den neuen. Ja, ihr seht, also die Schachtel ist nicht wirklich viel dünner, aber sie wirkt durchs Design schlanker. Ja, ist jetzt ein bisschen breiter ist sie geworden, aber durch diese schmalen Applikationen sieht sie total flach aus, obwohl sie eigentlich genauso gleich hoch ist wie die. Sie wirkt aber dadurch, dass sie halt lang und nicht nur so kurz, wirkt sie viel, viel flacher. So. Hatten wir im Hardware-Video schon gesagt, wir hatten bei der alten Version drei Kontakte und bei der neuen ein Kontakt. Ich zeige euch das nochmal. Da haben wir die drei Kontakte. Da auch. Bei der neuen Version haben wir zwei Kontakte. So. Ich nehme jetzt einfach mal zwei. So. So, das ist wie gesagt alt, das ist neu. Und von der Größe her könnt ihr schon mal sehen, hat sich da einiges getan. Ich mache das mal so. Na komm. So. Dass man das besser sehen kann. Fast doppelt so groß. Ich würde sagen, so ja, doppelt so groß sind sie geworden oder lang. Die Dicke hat sich nicht geändert. Dann hat sich der Bügel geändert. Bei der alten Version haben wir einen schmalen Bügel, den ihr einfach so übers Ohr macht. Und dann halt hinten so einen dicken Pinüppel. Hier haben wir Lücke und dann halt weich. Hier ist ein bisschen härter, finde ich es. Also, oder mehr Kraftaufwand zum Biegen. Hoppala, Entschuldigung. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich denke eher, die werden sich durch diese Lücke hier ein bisschen angenehmer tragen, weil die halt dünner sind und halt nicht diesen dicken Knubbel hinten haben. Ja, also da bin ich mal sehr gespannt. So, könnt ihr nochmal sehen, vorher, nachher. Also altes Modell, neues Modell. Altes, neues. So. Ich werde jetzt mal die alten hier in die Schachtel packen. Und dann werden wir mal die neuen mit der App verbinden. Ich glaube, die müssen auch wieder zuerst in der Schachtel sein. Wartet, habe ich die App überhaupt offen? Ach, da habe ich sie. So. Das ist auch eigentlich selbsterklärend mit der App. Ja, also mal noch ein bisschen ran. So. Der sucht jetzt, Bluetooth ist an. Also hier, Bluetooth ist an. Ihr braucht auch nicht im Bluetooth irgendwas suchen, einfach verbinden. Und dann seht ihr die Modelle, die euch zur Auswahl stehen. Shox hat ja noch mehr. Ja, die seht ihr denn hier. Und hier ist die Sportserie und dann hier die normale. Und wir nehmen jetzt die Open Fit R. Also Open Fit und die neuen heißen Open Fit R. So, da sind sie. Jetzt seht ihr ja, die Schachtel ist offen. Begin Pairing. Warte mal. Legen Sie linken und rechten Ohrhörer wieder in den Ladekoffer. Drücken Sie und halten Sie Sensorbereich an der bis zu LED anzeigt. Orange. Okay. Die ist ja orange. Aber ich zeige, so, machen wir nochmal. Auf. Die ist orange. Weiter. So, Open Fit. Schalten Sie Verbindung mit dem Smartphone. Stellen Sie Verbindung mit dem Smartphone her. Öffnen Sie Bluetooth-Einstellungen auf dem Telefon und wählen Sie Open Fit R. Einfach runterziehen. Oder warte mal, kann ich das denn? Hier zur Einstellung. So, kommen wir direkt so ja hin. So, und hier sind die OpenFit R. Da drücken wir einmal drauf.
Koppeln. Da sind sie. Dann können wir einfach zurückgehen. Und er erkennt die automatisch und kommt von diesem Punkt dann gleich zu den OpenFit Air. Hier können wir dann halt super, also das war super. Bin mit der App sehr zufrieden. So, hier können wir dann halt hin und her schalten. Bass, Standard, Gespräch, Höhen. Wir lassen mal das Standard drin. Denn hier oben sehen wir dann praktisch den Akkustand. Dreimal, ja, einmal links, zweites rechts und hier hinten, das ist das Case an sich. Wenn die komplett leer sind, ist es so, ich habe es nachgelesen auf der Webseite von Shox, 10 Minuten die Kopfhörer hier rein in die Schachtel, wenn natürlich da die Schachtel Energie hat natürlich. Wenn sie leer ist, bringt euch das nichts. 10 Minuten rein und ihr könnt dann wieder 2 Stunden hören. Multi-Pairing mit 2 Geräten verbinden. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Multi-Pairing, ja. Ach so, der PC ist ja jetzt aus. Ja, das muss ich dann später machen. Weil ich brauche dieses Multi-Pairing, weil ich will die ja nicht nur am Handy benutzen, sondern ich will diese ja auch am PC benutzen. Gerade jetzt im Sommer, wenn ich keine dicken, fetten Kopfhörer tragen will beim Zocken oder beim Hangout. Die sind so super. Und ich kann euch sagen, die erste Generation, der Akku wird nicht leer. Der Akku wird nicht leer. Ihr wisst ja, mein Hangout geht ja manchmal schon ein bisschen länger. Und das hat ewig gedauert, bis die leer geworden sind. Der erste Hangout mit, warte mal, was waren der? 5 Stunden oder so? Da sind sie nicht leer geworden. Und dann habe ich sie hier reingemacht, dann werden sie ja dadurch natürlich wieder geladen. Ja, dann muss ich halt ein paar Mal machen, benutzen, bis ich den Akku leer gekriegt habe. Erstmal die im Kopfhörer halten ewig und hier auch. Also ein paar Mal aufgeladen, super. Also kann ich echt nur sagen. Also ein 6 Stunden Hangout ist überhaupt kein Problem. Also mit denen weiß ich es jetzt nicht, aber mit denen 6 Stunden Hangout überhaupt kein Problem. Überhaupt nicht. So, aber wir gucken mal, wir können hier Play. Pause. Weiter. Aber wir haben hier gerade gar nichts an. Wenn wir laut leise machen. Ach, waren das noch Zeiten, wo das einfach war? Da hast du im Handy laut gemacht, hier laut gemacht, war es noch lauter. Aber wir machen mal erstmal ein bisschen und dann drumherum. Test anpassen. Testen und anpassen, da bin ich mal gespannt. Ich setze die jetzt mal auf. Zeige euch das nachher auch nochmal separat, wie wir sie aufsetzen. Ich schiebe sie eigentlich immer nur übers Ohr rüber. So. Ich habe sie jetzt im Ohr drinne. Ich will euch aber die App halt noch zeigen. So, Doppelklick, drücken und halten. Doppelklick. Und dann kann man sich das hier anpassen. Wiedergabe, Pause. Mit Doppelklick. Auf der linken Seite. Rechts ist nächster. Wiedergabe, Pause. Wiedergabe, Pause. Also bei links und rechts Wiedergabe, Pause. Oder halt links und rechts unterschiedlich. Das könnt ihr euch denn hier so ein bisschen anpassen. Oder gar keins, dann macht es nichts. Ich lasse mal Standard drin. So, dann könnt ihr hier auch. Entweder macht ihr links Lautstärke verringern, rechts Lautstärke erhöhen. Also ihr drückt halten oder mehr drücken halt. Oder vorherig nach nächste. Oder Sprachassistent. Mit drücken und halten. Ja? Ich nehme Lautsprecher. Also Lautstärke.
Mit Drücken und Halten. So. Einstellungen. Was haben wir denn hier Schönes? Wartet mal, ich muss erst mal gucken, nicht, dass ich hier was zeige. Einstellungen. Achso, ja, genau. So. Wir gehen auf Einstellungen. Firmware-Update. Firmware ist auf dem neuesten Stand. So. Also da könnt ihr dann auch Updates machen. So, hier können wir auch mal das, was jetzt vorne ja hoch ist. Multi-Pairing haben wir hier drin. Testen anpassen. Aber testen habe ich jetzt hier nichts gefunden. Nur anpassen. Also das Anpassen, ja, aber testen habe ich jetzt keinen Punkt dafür. So, Deutsch. Dunkler Modus. Also automatisch. Können wir auch ausmachen und nur dunkler Modus an. So. Überschocks, Nutzungshandbuch. So, dann könnt ihr dann auch Open Air. Wenn ihr mal was vergessen habt, ja. Dann könnt ihr das hier, das komplette Benutzerhandbuch. Und es ist ja besser als das kleine Ding, was da mit bei ist, weil ihr habt hier Bilder. Ja, hier seht ihr, wo das Mikrofon ist. Hier ist das Logo. Touchscreen ist halt da, wo das Logo ist. Ja, hier ist die Box. LED wird auch erklärt, was welche Farbe bedeutet. Und ihr könnt ohne Brille lesen. Ihr könnt das richtig groß machen. Deswegen bevorzuge ich sowas. Hier seht ihr auch, wie ihr drüber machen sollt. So mache ich das. Einfach so rüber. Aber auch komischerweise, ich mache das nur bei der rechten Seite so, dass ich es so rüber mache. Bei links klapp ich es immer so den Bügel ein bisschen hoch und mache drüber. Warum, weiß ich nicht. Da bräuchte ich eigentlich auch nur so rüberschieben. Das ist eine dumme Angewohnheit eigentlich von mir. Zeige ich euch nachher, wenn ich es aufsetze. Touch-Steuerung. Also wenn das nicht super erklärt ist und übersichtlich, also dann weiß ich auch nicht. Und vor allen Dingen hier. Grünes Licht. Ja, und steht nicht nur grünes Licht, das ist so ein grüner Punkt. Und auch da, wo es leuchten soll. Ja. Also wenn das nicht übersichtlich erklärt ist, dann weiß ich auch nicht. So. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Testen und ich werde mal die Kamera wechseln. Und dann hören wir uns mal was an. So, jetzt sind wir in der anderen Ansicht. Das Mikrofon ist hier dran. Also hier unten, da. Da, hier ist mein Ohr. Ja, damit ihr denn auch, dann hört ihr so auch, wie laut die Umgebung das denn hören würde. Ich zeige euch das nochmal mit dem Anmachen. So, ranzoomen. Es ist eine doofe Angewohnheit. Ich weiß auch nicht warum. Ja, also rechts mache ich immer so rüber. So, guck nochmal nach, alles da. Nicht, dass es dann irgendwie falsch ist und mir runterfällt. Und links, selten, dass ich es mal so rüber mache. Aber da links habe ich, also vielleicht weil ich da ein bisschen ungeschickt bin, ja. Aber links mache ich immer doofe Angewohnheit. Aber nur links. Klappt jetzt so ein Stück hoch, machst drüber. Und lasse es hinten runterschnallen. Und dann sitzen sie auch im Ohr. Also über dem Ohr. Ja? Man kann das nochmal anpassen, ob es genau richtig vom Winkel her ist. Aber eigentlich einmal rüber gemacht. Und dann sitzen die eigentlich da, wo sie sitzen sollen. Ohne Probleme. Das ist kein Hexenwerk. So, was hören wir uns denn an? Ich werde erstmal auf Gespräch machen. Und dann werde ich mir mal ein YouTube-Video von mir angucken, weil dann brauche ich keine Angst haben, wenn ihr was hört. Entschuldigung, ich habe die Nacht nicht schlafen können. Warum, weiß ich nicht. Habe ich nur hin und her gewälzt. So, was haben wir denn da? Na, gucken wir mal den Hangout an. Also ich habe jetzt volle Pulle. Auf Höhen.
Oh, das ist aber schnell. Das schaltet sofort um beim Sound. Bass ist cool. Also Standard finde ich für YouTube-Videos, also für jetzt, wenn ich bei meinem Video jetzt, wenn ich quatsche, also Hangout, finde ich Standardeinstellung jetzt gerade besser als Gespräch. So. Jetzt gehe ich mal auf Spotify und machen wir bei Spotify was an. Was machen wir denn da an? Feuertanz habe ich gerade an. Hört sich geil an. Ich bin bei Standard drin und hört sich geil an. Der Dudelsack kommt. Bass. Also ich muss sagen, also ist jetzt aber nur mein persönliches Empfinden, dass der Klang sich vom vorigen Jahr, von der Version, also Open Air zu Open Air, nee, von Open Fit zu Open Fit Air nochmal gesteigert hat. Und das ist wirklich angenehm auch zu tragen, hinten, weil hinten nicht so ein dicker Knubbel ist. Also ich spüre die gar nicht mehr. Vorher habe ich immer den Bubbel hier ein bisschen gemerkt, aber die spüre ich gar nicht. Die sind auch total leicht. So, jetzt nehmen wir mal was richtig rin scheppert. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal Nachtblut. Nachtblut. Blut, Buster, Täter, Nachtblut. Nachtblut. Lied der Götter, genau das war. Darauf habe ich jetzt Bock. Da ist nämlich ruhig und dann kommt er. Ich hör die Instrumente sehr gut. Ich bin jetzt auf Bass. Ich gehe auf Standard. Gespräch. Ich weiß ja nicht, ob ihr was hört. Höhen kommt dabei nicht gut. Bässe kommt richtig geil. Oh, mein Wecker, ich darf was essen. Standard. So, ich warte mal, bis er singt. Ist manchmal Bass. Boah, geil. Passt jetzt nicht zu dem Lied, aber. Also hört sich geil an. Kann nur wechseln. In der App. Götterfunken. Von Schwarzer Engel. Lysium, himmlische dein Heiligtum. Ah, der Teufel hat einen Schnaps gemacht. Oh, hier kann ich gleich mal noch testen. Hört sich geil an. Ach, hier, Equalizer-Modus habe ich ja auch noch. Ah, das ist die Erklärung. Also, man kann auch den.
Eco-Mode hier oben anklicken. Na. Und dann kommt da dann die Erklärung, was was ist. Aber direkt anpassen kann man halt nichts. Das hört sich richtig geil an. Bass hört sich auch geil an, aber da kommen die Stimmen nicht so gut rüber. Ich lasse jetzt auf Standard. Wir sind eins von Raubein. Okay, jetzt werde ich noch YouTube Music testen. Wo habe ich denn YouTube Music? Diese habe ich auch nicht mehr drauf. Muss ich noch alles noch runterladen wieder, ey. Gehe ich auf YouTube und dann YouTube Music. So, Startseite. Too old, too the young. Jetzt wechsle ich, nochmal den Modus. Bass. Da kommt's gut. Valhalla Calling, mit dem, da ist so ein Opernsänger mit bei, der hat so eine ganz tiefe Stimme. Also der hier. Kann ich euch nur empfehlen. Werde ich mal verlinken, wenn ich nicht dran denke. Also falls ich dran denke. Der hat so eine richtig tiefe Stimme, so super geil, ey. Hat meine Frau gefunden, hat sie mir vorgespielt und. Alter Schalter. Mit Bass hört sich das so geil an, seine Stimme. Die hört sich ja so schon geil an. So. So. Feuer, Tanz, so, ich mache jetzt, hab das gleiche Lied drinne, was ich jetzt auch bei Spotify drin gemacht habe. Reliquie mit Feuertanz. Also hier. Das ist jetzt bei YouTube. Okay. Jetzt Spotify. Jetzt habe ich mal beide gleichzeitig an. Also es ist ein Unterschied, ob man. Es ist ein Unterschied, ob man YouTube Music hört oder Spotify. Bei Spotify hört es sich etwas klarer als bei YouTube an. Nichtsdestotrotz, mit dem Bass kommt richtig geil rüber.
Ich muss jetzt aber sagen, die Standardeinstellungen gefallen mir persönlich bei dem, was ich jetzt gehört habe, am besten. Ja, also ganz normal Standard für Musik und für Videos bei YouTube. Wenn man ein Gespräch hat und jemanden direkt drauf hat, denke ich mal, mit dem Handy telefoniert, wird, denke ich mal, Gespräch besser sein. Ja, also funktioniert alles wirklich wunderbar. Ich kann auch hier, ach, hier sehe ich jetzt gerade. Ich kann auch hier oben drücken und dann kann ich mich auch mit den Älteren wieder verbinden, weil die habe ich ja jetzt nicht verbunden, die sind ja hier, die Dinger hier. Sind getrennt, steht da. Ist ja klar, ist ja zu. Und dann Ruf gedrückt und dann sind sie da. Also, das ist wirklich cool. Im Menü, das mit dem Testen, mit Testen anpassen, das würde ich noch ändern. Also, testen ist da nicht. Also, ich würde anpassen lassen, aber testen würde ich aus dem Menüpunkt komplett rausstreichen, weil ich habe hier nichts zum Testen. Ich habe nur die Möglichkeiten, Sachen einzustellen, ja. Wie ihr eben gesehen habt, wie ich die Tastenbelegung haben will. Mehr habe ich da nicht. Also, das ist für mich nicht anpassen. Testen meine ich, Entschuldigung. Das ist für mich anpassen, aber nicht testen. Also, das ist dieser Menüpunkt. Also, da muss was geändert werden. Das ist anpassen, okay. Klar, logisch. Aber testen. Ach nee, ich habe mich verlesen. Ich habe schon Brille auf und sehe trotzdem nicht. Seht das? Tasten anpassen steht da. Nicht testen und anpassen. Tasten. Ich habe schon Brille auf. Gott, das kannst du okay mal zählen. Ist aber auch klein geschrieben, ey. Meine Augen werden immer schlechter. Tasten anpassen. Gut, dann macht das Sinn, dann kann es so bleiben. Dann ist es okay. Aber ich bin begeistert. Auch vom Tragekomfort her. Also, ich merke die Null. Null. Gehen auch ganz leicht ab. Ja, ich mache mal jetzt nochmal die alten ran. Ja, hier seht ihr den dicken Knubbel. Der ist eigentlich auch. Die tragen sich wirklich sehr gut. Auch die alten tragen sich sehr gut. Aber ich muss sagen. Obwohl die kleiner sind, also das hier ist kleiner, beim neuen ist das ja größer. Und leicht, und ich habe schon gedacht, die merkt man kaum. Also das haben sie hier auf jeden Fall nochmal verbessert bei der neuen Generation. Die merkst du gar nicht mehr, ob du die auf hast. Total geil. Und hier seht ihr das mit dem dicken Knubbel. Er drückt auch nicht, man merkt ihn auch nicht. Nur wenn man halt mal so ein bisschen gegenkommt, klar. Und irgendwann, aber man merkt es halt hier oben, hier in der Beuge irgendwann. Ja, also am Anfang ist es okay, aber irgendwann merkt man schon, nicht schlimm, also überhaupt nicht schlimm, aber man merkt halt, hier geht ein Bügel lang. Und bei denen habe ich jetzt, bei den neuen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da. Nee, merke ich nicht. Also das ist auch, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, leichter. Die Wölbung ein bisschen anders. Ich kann es euch schlecht beschreiben, aber ich merke es nicht hier oben. Also die Älteren merke ich ein bisschen und die merke ich gar nicht. Also würde ich jetzt nicht wissen, dass ich so auf habe, würde ich es nicht merken. Oder man merkt es ja, dass man aufsetzt, aber nach einer Weile vergisst man das. Also das ist also wirklich super Verbesserung von Schocks. Also ich habe gedacht, die kann man nicht verbessern. Man kann sie verbessern. Ich bin mal gespannt, wie der Akkuverbrauch ist, weil die sind ja auch größer und der Klang ist geiler, ein Stück geiler als hier. Aber ich bin mal gespannt, ob die genauso lange vom Akku halten wie die oder vielleicht sogar ein Stück länger. Und gucken mit der Box. Und mal gucken, wenn das erste Firmware-Update kommt. Ich finde auch gut, dass doppelt anmelden, also an zwei Geräten jetzt auch von Anfang an mit bei ist. Das war bei denen hier von Anfang an nicht mit bei. Das kam erst.
Monat, zwei Monate, ich bin mir jetzt nicht so sicher, nachdem die rausgekommen sind, gab es da denn das Update in der Software. Also musste man die dann hier reinmachen, anschließen, also und dann über Handy, dann Firmware-Update, bumm. Oder war man das, muss man das noch am PC anschließen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Schon so lange her. Und dann konnte man da auch, also dass ich sie praktisch am Handy benutzen kann und am PC. Weil ich musste sie, ich hatte sie ja hier dran zum Testen und so, und dann konnte ich sie nicht mit dem PC verbinden. Dann musste ich sie erstmal entkoppeln. Da habe ich mir halt, ist ja, habt ihr gesehen, habe ich euch ja gezeigt, die super Anleitung. Da suchst du dann halt einfach entkoppeln. Ja? Weil, dass du sie halt auch mal, nicht, dass du nur Bluetooth rausmachst und dann sind sie aber im Gerät vielleicht noch registriert da drauf. Deswegen lieber entkoppeln. Hab die entkoppelt und mit dem PC gekoppelt und dann kam das Update und dann konnte ich sie gleich wieder mit dem Handy auch wieder verbinden, dass ich sie halt auch am Handy nutzen kann. Das ist halt super bequem und die bin ich mal gespannt. Also richtig geil. Also ich bin mal, also jetzt können sie nichts mehr verbessern. Also wenn sie jetzt noch nächstes Jahr nochmal so ein Ding rausbringen und nochmal eine Verbesserung hinkriegen, dann bin ich gespannt, auf was das sein soll. Doch, doch. Die könnten noch einen Benutzer-Mode drin machen für beim Equalizer, dass man sich den Ton anpassen kann vielleicht. So. Aber nicht auf komplizierte Basis, nur so nicht viel, sondern nur so ein paar Regler und nicht 20.000 Regler. Oder dass man halt so eine Linie machen kann oder dass man halt Geräusche macht und dann halt sagt in der App, ich hör was. Ich höre nichts, jetzt höre ich was, dass es sich denn dadurch anpassen kann, kenne ich von einigen anderen Herstellern, dass man sowas vielleicht noch mit einbauen kann. Sonst fällt mir nichts mehr ein, was man hier dran verbessern kann. Der Tragekomfort ist in erster Linie, also wie gesagt, das ist mein erster Test jetzt, ich werde sie jetzt in die nächste Zeit benutzen. Der Tragekomfort ist bis jetzt super, der Ton ist super, ist total unkompliziert und einfach zu verbinden. Und ich bin mal gespannt, wie du mit, also ich denke mir nicht, dass der Akku schlechter ist als beim ersten Modell. Und da habe ich ewig benutzen können. Ich habe ja, dadurch, dass er hier in der Schachtel ja geladen wird, ich habe drei oder vier Hangouts machen müssen. Ich habe ja die ganze Zeit das Ladecase nicht geladen. Ich wollte die ja mit Absicht testen. Wann sind die alle? Die Kopfhörer und halt auch das Ladecase. Ich habe 4 Hangouts, glaube ich, gebraucht. Um die 4-5 Stunden, bis ich die leer gekriegt habe. Also mit Case, ja. Nicht nur die Kopfhörer an sich, sondern mit Case, ja. Damit wir da nicht falsch verstehen. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde die jetzt in der nächsten Zeit benutzen. Ihr werdet sie im Hangout dann auch sehen am Freitag. Ich werde die jetzt gleich mal mit dem PC verbinden schon. Und ja, wenn wir die dann ein bisschen getestet haben, kann ich dann auch noch ein Fazit machen, ob sie mich jetzt weiterhin so überzeugt haben, wie sie mich jetzt überzeugen. Oder ob irgendwas Negatives passiert ist. Ich glaube es nicht, aber man weiß es ja nicht. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.